das Programm BIWAG, Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier, wird seit 2015 hier bei uns im Ressort verwaltet. Und es wendet sich an langzeitarbeitslose Menschen, die näher an den Arbeitsmarkt herangeführt werden sollen. Wir haben in Bremen 5 Stadtteile ausgewählt, die dort in dieser Hinsicht besonders förderwürdig sind. Das sind Hemelingen, Gröpelingen, Teneva, Huckelriede und Oslepshausen. Ich heiße Elona Totolaku und ich komme aus Albanien. Ich bin verheiratet. Ich bin seit 2 Jahren hier in Deutschland gekommen. Ich habe 2 Kinder und jetzt bekomme ich die 3. Ich möchte einen Beruf lernen, was ich schon gelernt habe. Alles in Deutsch, in Mathe, in TLV. In TLV war ein bisschen Neues. Ich habe ein bisschen etwas Neues gelernt. Wir haben viel Spaß bis jetzt. Ich habe viel, viel gelernt. So, jetzt müssen wir noch mal eben verraten, was da rauskommt. Das BIWAG-Projekt ist ein Projekt für Frauen und Männer ab 26 Jahren, die eine Möglichkeit suchen, wieder in den Beruf zu kommen und sich neu orientieren möchten. Das Wichtige an dieser Maßnahme ist, dass es eben eine Teilzeitmaßnahme ist. Das heißt, wir haben insbesondere im Fokus Alleinerziehende, Männer und Frauen. Die Teilnehmerinnen sind insgesamt 8 Monate im Projekt. Ein Teil dieser Zeit verbringen sie in einem Betrieb oder einer Einrichtung. Also viele Teilnehmerinnen möchten mit Kindern arbeiten und die machen ein Praktikum in einer Kindertagesstätte oder sie machen ein Praktikum im Altenheim oder als Verkäuferin. Ich mache das Praktikum am Mutterzentrum Ploptik ist das. Und am 6. November bis 15. Dezember. Also das Praktikum dauert 5 bis 6 Wochen und in der anderen Zeit gibt es eben Vormittagsunterricht. Und zwar gibt es also hauptsächlich also Deutsch, es werden die Deutschkenntnisse erweitert, verbessert, berufsbezogen. Und es gibt Unterricht in Mathe, EDV und Wirtschafts- und Sozialkunde. Ich heiße Leyla Çubukçu, bin 57 Jahre alt und seit März bin ich hier im Sozialkaufhaus. Wir nehmen Spenden an und sortieren das und machen das sauber und dekorieren die Etagere damit und Stände, also Kleidung und verkaufen das. Als Verkäuferin bin ich hier. Wir haben uns 3 Ziele vorgenommen. Das eine ist die Förderung von langzeitarbeitslosen Menschen, insbesondere psychisch erkrankten Menschen und alleinerziehenden Frauen, weil diese sind besonders benachteiligt. Das zweite Ziel ist, den Stadtteil zu beleben, weil wir hier in einem Stadtteil leben, wo es einen Ladenleerstand gibt. Und das dritte Ziel ist, dass wir ökologisch und nachhaltig wirken wollen und deshalb Gebrauchtwaren wieder in den Kreislauf bringen wollen. Das vorrangige Ziel ist, Menschen in Arbeit zu bringen. Teilhabe am Arbeitsleben heißt das, die Überschrift. Das wird immer schwerer, weil der Arbeitsmarkt immer anspruchsvoller wird, zum einen. Und zum anderen, weil die Menschen, die jetzt noch langzeitarbeitslos sind, also 5 Jahre und mehr schon arbeitslos sind, oft so viele, wie man jetzt im Amtsdeutsch sagt, Vermittlungshemmnisse haben, dass eine Integration in den Arbeitsmarkt oft schwierig ist. Es ist schon ein Erfolg, wenn wir einen Teil der Personen ihnen langfristig einen Platz hier im Kaufhaus oder in begrenzten anderen Projekten hier in der Nähe anbieten können, sodass eine Tagesstruktur da ist und dass zumindest ein Zuverdienst da ist. Noch besser ist natürlich die Integration in den Arbeitsmarkt. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir wollen uns da gerne mit diesem Projekt auf den Weg machen. Ich lerne jeden Tag was dazu. Es kommt immer wieder was Neues dazu. Also man lernt jeden Tag was dazu. Das ist es. Ich bin Mustafa, ich komme aus Syrien. Ich bin Akram, ich komme aus Syrien auch. Wir haben 3 Tage hier, ein bisschen durchlernen oder Bewerbung schreiben und 2 Tage im Werkstatt.
Das Ziel vom Projekt Hochdrede lebendig ist, dass die Deutschkenntnisse und Grundbildungskenntnisse der Teilnehmenden verbessert werden und dass sie einen praktischen Einblick in eine Werkstatt erhalten und gleichzeitig durch das Bewerbungstraining eine Arbeitsstelle oder eine Ausbildungsstelle bekommen oder sich für eine weitere Qualifizierung entscheiden. Unser Projekt richtet sich vornehmlich an funktionale Analphabeten aus dem Stadtteil Hochdrede. Wir unterstützen sie insbesondere im Bereich Lesen, Schreiben, Rechnen und EDV und verbinden das mit Bewerbungstraining. Im praktischen Teil werden Holzspielzeuge in einer Werkstatt produziert, unter fachlicher Anleitung natürlich. Und diese werden dann hier am Deichstadt-Kiosk kostenfrei verliehen. Wir produzieren auch Holzspielzeuge für soziale Einrichtungen, um den Stadtteil Hochdrede zu verschönern. Ich habe ein Ziel natürlich und ich Ingenieur Flugzeugingenieur. Eigentlich suche ich eine Ausbildung und ich habe noch keine Ahnung, welcher Bereich ist günstig für mich. Und hier können Sie mir helfen. Das Besondere ist sicherlich zum einen der Sozialraumbezug. Das heißt, wir wenden uns an Quartiere, die im Programm Soziale Stadt auch gemeldet sind. Und dort sollen diese Qualifizierungsmaßnahmen, die wir mit BIWAG finanzieren, mit städtebaulichen Effekten, also auch in der Entwicklung dieser Quartiere mitwirken. Das Programm Soziale Stadt ist baulich investiv, das heißt, mit dem einen Programm werden städtebauliche Effekte hoffentlich erzielt und mit dem anderen Programm qualifizieren wir Menschen in diesen Gebieten im Rahmen von Projekten, die möglichst vernetzt dort vor Ort dann umgesetzt werden. Mein Name ist Monika Gehring. 59 Jahre alt, ja, und arbeite hier. Ich bin der Detlef Jacobi. Pflanzen, Krauten, alles, fast alles, alles Mögliche hier. Ich mache Hühnerfüttern, sauber machen, den Hof sauber machen, Glas einsammeln, also was so nicht zugehört. Und dann zu den Gänsen füttern, abends mal kontrollieren. Unsere Ziele sind vor allen Dingen sinnvolle und schöne und kollegiale Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen zu schaffen, für Menschen, die sonst keine Chance auf dem Arbeitsmarkt oder wenig Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Das Besondere an unserem Projekt ist, dass wir uns schwerpunktmäßig auch an Menschen mit Vorstrafen wenden, was in vielen Beschäftigungsmöglichkeiten sonst nicht geht. Außer den Mitarbeitern in unserem Projekt arbeiten wir für den Stadtteil, also für den Stadtteil Gröpeling oder auch andere sozial benachteiligte Stadtteile. Und das Gemüse, das wir produzieren, geben wir an soziale Einrichtungen oder auch an Besucherinnen, an Bedürftige im Stadtteil ab. Zum Beispiel an die Suppenengel, an die JVA, Schulen und Kindergärten, die uns besuchen. Das Besondere an unserem Projekt ist, dass wir hier eine kleine Oase geschaffen haben, ein grünes Idyll. Das Besondere ist, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich hier sehr wohlfühlen, sodass wir extrem geringe Fehlzeiten und ganz, ganz, ganz wenig Krankenzeiten haben. Und die Besonderheit ist auch, dass wir eben produzieren, Menschen kommen, die sich über unsere Produkte freuen und dann auch die direkte Anerkennung erfahren wird. Ja, also es macht Spaß, hier zu arbeiten. Also ich würde es Ihnen empfehlen. Wenn man Platz frei ist, darf man hier herkommen, ne? Und das mache ich jeden Morgen. Ich heiße Alef Savas, bin 31 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin verheiratet. Ich bin seit anderthalb Jahren in diesem Projekt. Wir lernen hier alles, was um Hauswirtschaft geht, Kochen, Hygiene, Reinigung, das machen wir alles hier. An einem Tag, wir kommen ganz früh, hier wird Brötchen belegt zum Frühstück und danach haben wir den Ablauf, wo wir auch kochen
Und jeder hat ihr eigenes Arbeit. Also die Teilnehmenden werden beschäftigt in den drei Gewerken Hauswirtschaft, Hochbau und Bauten- und Objektbeschichter. Wir versuchen uns an Qualifizierungsbausteinen zur Berufsvorbereitung zu orientieren. Das Besondere an dem Projekt ist, dass wir wirklich hier einen sehr, sehr hohen Praxisanteil halt haben, dass wir wirklich in den einzelnen Gewerken so nah wie möglich versuchen, die Langzeitarbeitslosen auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten, dass wir ihnen hier feste Strukturen anbieten können. Darüber hinaus nach Möglichkeit möchten wir ihnen die Chance geben, eine Berufsqualifizierung, einen Berufsabschluss zu erwerben. Also mir hat das viel gebracht, weil davor hatte ich zwei kleine Kinder, wo ich wirklich mich nicht mehr getraut habe, in Arbeitsleben reinzutreten. Und dieses Projekt hat mir das angeboten. Das passt auch zu der Kinderzeit, wo die zur Schule gehen. Das ist genau perfekt für mich gewesen. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich wirklich arbeiten kann. Wenn man es plant, dann schafft man das alles.